Gefahrengutübung am Bahnhof Itzling. Normalerweise campern ja die Salzburger Lokalbahn von der Personenbeförderung. Die Lokalbahn ist aber auch im Gütertransport sehr aktiv. Aus diesem Grund gab es eine groß angelegte Gefahrengutübung mit der Freiwilligen Feuerwehr Salzburg-Itzling. Die Salzburger AG ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Notfallsübungen durchzuführen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Am besten macht man eine solche Übung gleich mit der Feuerwehr, in diesem Fall mit der Feuerwehr Salzburg-Itzling. Thema wird sein eben ein Gefahrgutunfall, wobei wir simulieren, dass eben Gefahrgut aus dem Kesselwagen austritt. Wir machen das Ganze mit einer Echtalarmierung. Unser Triebfahrzeugführer wird den Notruf auslösen, wird anschließend ohnmächtig werden und muss dann von der Feuerwehr geborgen werden. Zeitgleich muss die Feuerwehr natürlich auch ein Auffangbecken für das austretende Gefahrgut aufbauen. Dieses Schreckensszenario war zum Glück nur Teil einer Feuerwehrübung. Mit dieser Übung sichert die Salzburger AG die Qualität der Abläufe, denn im Ernstfall zählt jede Minute. Wir haben dann Gefahrengutunfall gehabt im Bahnhof Itzling auf Gleis 3. Und beim Lokführer ist mir die Verbindung angerissen. Ich weiß momentan nicht, wo viel Stoff das drinnen ist. Und ja, wir müssen nur bitte kommen. Solche Übungen und Schulungen wie hier in Salzburg-Itzling werden zweimal im Jahr durchgeführt. Schließlich hat Sicherheit oberste Priorität. Aus Fehler lernen ist eine wichtige Sache, aber noch wichtiger ist schon präventiv zu überlegen, was könnte passieren und wie kann man es verhindern. Und so sind solche Notfallübungen sehr wichtig für uns. Wir können was lernen, die Feuerwehr kann was lernen und so können wir Notfälle und Störfälle und Unglücke verhindern. Bei diesen Einsätzen ist die größte Herausforderung, den unbekannten Stoff, den was wir vorfinden, festzustellen. Wir müssen immer von der größten Gefahr ausgehen und dadurch schützen wir uns auch mit diversen Schutzstufenanzügen, damit wir den unbekannten Stoff definieren und auch dementsprechend bekämpfen können oder auch eben abdichten und auch die notwendigen Maßnahmen treffen können. 23 Feuerwehrmänner und Frauen waren beim Einsatz der Lokalbahn beteiligt. Eine Übung, die den Beteiligten alles abverlangte. Wir intern haben uns darauf vorbereitet, indem wir die Zugleitung doppelt besetzt haben und auch die Einsatzkräfte dementsprechend gebündelt haben. Wir waren schnell im Bahnhof Itzling hier vor Ort, haben die notwendigen Sicherungsmaßnahmen, sprich Gleissperre und auch die Erdung der Fahrleitung übernommen. Und dann ist die Feuerwehr eingetroffen und hat mit den Rettungsmaßnahmen beginnen können. Die Herausforderung liegt gewissermaßen darin, dass die Einsatzkräfte zentral auf mich zukümmern müssen als Einsatzleiter hier vor Ort und dementsprechend die Koordinierung auch mit unserer Zugleitung erfolgen muss. Knapp eine Stunde nach der Alarmierung war wieder alles vorbei. Personen wurden geborgen und der Austritt des Gefahrenguts gestoppt.